Moin moin Leute, und da sind wir wieder bei Let's Play Together mit Klopapier. Servus, da ist er wieder. Genau da, schaut ihn euch an. Ja, endlich haben wir es wieder geschafft. Es gab leider ein paar Serverprobleme und deswegen mussten wir ein bisschen hier hin und her. Aber jetzt sollte alles geregelt sein. Also wenn man ehrlich sein, er war einfach zu faul, ein Let's Play zu machen und so. Nee. Ja. So kannst du mir das ja auch nicht unterstellen. Na klar, aber ich würde sagen, erstmal ein Stückchen rein. Trinken. Prost. Haben nichts da. Ja, ich trinke hier aus meiner grünen Tasse. Nein. Direkt aus der Flasche. Simpsons Tasse. Simpsons. Ja. Heute wollen wir mal was für unsere athletischen Minecraft-Körper tun. Ich meine, wenn er in echt schon nicht ganz so athletisch ist, so. Naja, halt eigentlich früher nannte man mich Gazelle. Gazelle. Ja. Klar, ja, doch. Gazelle. Die Gazelle mit dem Rüssel. Also, ich meine, Rüssel nicht so ein Rüssel, sondern. So ein anderer Rüssel natürlich, ne? So ein grauer Rüssel. Das klingt auch doof. Grauer Rüssel. Scheiße. Naja. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Oh Gott, aber das fängt doch schon wieder gut an hier. Egal. Hauptsache was für die athletischen Körper tun. Genau. So. Du sagst was. Wie heißt denn das Ganze, der Mod da? Einfach Power eingeben. Ich Power. Weiß nicht, wie der Mod heißt. Genau. Wir wollen uns jetzt zum Bauer Suit, Tool, oder wie das heißt. Bauer Armor Feet, Hose, Brust, Kopf und so Tisch. Ja? Genau. Kopf, die Brust, alles einfach mal. Er ist noch da. Dachte, du wärst weg. Nee, ich habe nur kurz nebenbei noch geschaut, was. Soll ich schon mal den Tisch machen? Ja, komm mal rein. So, und zwar, der Tisch geht Feuer machen. Der schaut auch relativ cool aus, wenn man hier schaut. Ich muss ja noch näher am Bildschirm, das sehe ich selbst nicht. Der ist so weit weg. Also von den Texturen her echt der Hammer, der Mod. Oh, Aluminium Ingot Hammer zum Glück. Emerald, dann brauchen wir oben so einen Computer, irgendwas da, Aluminium, ja. Aluminium. Ich kann mir schon mal. Naja, das sehe ich ja nicht, was wir da brauchen, oder? Genau. Doch. Machining Parts haben wir eigentlich, ne? Oh. Ach, schick, okay. Was machen wir uns denn zuerst? Kopf oder? Ich würde sagen, die Hand. Das ist mir egal. Du kannst irgendwo. Wir brauchen eh alles. Ja, deswegen. Ich fange mal mit dem Kopf an. Da oben. Kopf Lapis. Ab. Aluminium. Aluminium brauchen wir ziemlich viel. Haben wir da was? 7. Ja, wir haben noch Aluminium Dust. Wie können wir das mit Ingot machen? Einfach in den Ofen, oder? Ich denke, ja. Schauen wir gleich mal nach. Bone. Schauen wir mal. Ja, und wie ihr seht, Blast. Wenn der liebe Chef die jetzt auch mal Shift drückt auf irgendwas, seht ihr ganz genau, Ich sehe es nicht, weil ich den Chat aus habe. Ach nee, da. Nein, wenn du Shift drückst auf irgendein Item. Passt schon, ja. Auf Aluminium ging das nicht. Ist da nämlich. Es ist. Der Turmkraft. Es ist Turmkraft ist drauf und damit wollen wir dann irgendwann auch anfangen. Anfangen. Alter, ich bin so bekloppt, ey. Ja, das kannst du laut sagen. So, Blast. Ja, aber weißt du was? Weißt kommst was? Immer wieder ins Teamspeak und machst Let's Play mit mir. Ja, immer wieder. Warum weiß ich nicht, aber. Das heißt, du musst mich ja irgendwie schon mögen. Ja, ein bisschen so. Gut, siehst du. Hätten wir das auch geklärt? Ich mag dich auch, Schwefti. Ich mag dich auch. Warum machst du doch Gegenseitigkeit? Warum machst du das? Das wird Blast für nix. Gibt da zu wenig Strom oder nee? Ja, das hatte ich letztens auch schon mal. Der macht irgendwie
Ja, dann jedes einzelne hier Item nachgucken. Umbauen. Damit wir zu unserem Kopf kommen. So. Lime. Ja, jetzt gibt er Gas. Lime war da. Also hat er eindeutig zu wenig Power. Ja, der braucht Saft. Ein Schwein. So, jetzt haben wir schon mal den. 4 Stück, das reicht eh schon. Na, was schnauft der denn so wie so ein alter Sack, ey? Naja, ah, du weißt doch, das hier. Alte... Da brauchen wir ziemlich viel Aluminium-Disk, ne? Weit... Das war noch falsch. Please hold the line. Was ist denn da oben? Oh, da please hold the line. Hold the line. Das ist der Blastfernes, kann er ruhig schneller arbeiten. Dum. Wir haben kein Carbon mehr. Carbon? Also die Carbonplatten meist, oder? Naja, aber wir lassen jetzt hier unseren Maze Raider mal mit voller Wucht losrennen. Voll. Ein paar Overclockereien da. Hier. Datastorage. Zack. Oh. Oh, schafft er nicht. Was haben wir da? Oh, das war. Das waren 10 Overclocker gerade. Oh, jetzt sind wir bei 8. 9. 8 schafft er noch. Darik Gate. Ach du Kacke. 9 wird schon kritisch. Diamant Endgate, pulsierende Chipsets und. Also, wir brauchen mal Enderburn. Warum? Was machst du? Ja, für den Kopf da brauchen wir so komisches Audarik Diamant Gate, ey. Aber wieder Maschinenparts und so. Ja, ich hab da Maschinenparts, 8 Stück. Du hast doch wieder so einen Computermonitor. Die 8 solche Maschinenparts habe ich, nur ein Stück. Kriegst du auch nicht. Wieso ist denn das so teuer, das Zeug hier? Ja, das billigste ist es nicht, aber dafür, was es kann, wenn man so denkt, was die Quantum-Rüstung kostet, ne? Ja, aber... Die... Naja, keine Ahnung. Kann man nichts machen, ist so. So. Das kann man machen, nix, muss man gucken, dumm. Genau. Die Nase. Wenn wir auf den Kompressor warten, trinken wir noch ein Schlückchen. Prost, Gemeinde. Prost. Mit nix. Iron Chipsatz. Das heißt, wir brauchen noch Eisen. Wir müssen uns echt mal... Okay, ich dachte jetzt, dass das so ein... Wie heißen denn die Fische da? Die im Wasser schwimmen da, die komischen... Tentakelfische da. Meinst Tintenfische? Tintenfische, ja genau. Das hat ausgeschaut, weil die Laser so nach unten waren. Wir haben Tintenfische im Keller. Ja, hat aber echt ausgeschaut, wenn du so raufgelaufen bist, wegen der Laser, weißt du? Weißt du? Was die? Kennst du aus? Ist die Ahnung? Kennst du aus? So, komm auch noch. Oh, wie fein mit Iron brauchen wir noch? Das. Also, ich dachte. Die Dinger wären nicht so teuer. Dachte ich mir eigentlich auch, weil, wenn ich mir das so mal die Baustelle hier anschaue, ne? Also, da brauchen wir echt ganz schön viel Mist für. So, den Tisch haben wir schon mal. Alle Farben. Wo machen wir den Tisch hin? Mach ihn oben zum Sofa darauf, wo wir gesagt haben, oder? Sofa? So, was hat bisschen das jetzt für Technik hier hin. So. Echt ziemlich cool aus, das Teil. Jetzt machst du das Diamant. Modular Power Suit. Ah, genau, so heißt das. Genau. Modular Power. Was bist du gerade am machen? Die Helme? Gates. Wir brauchen für die Helme und so über Gates. Das ist scheiße. Dann fang ich schon mit der Hand an, ne? Er braucht auch Gates. Das bringt ja nichts. Wir müssen Gates machen. Oder wir oder nehmen Data Emma. Story. Brauchst aber auch Gates dann. Ja, eben. Deswegen mache ich gleich Gates. Und vor allem die ganze Emerald. Himmeldust. Also ich dachte in Singleplayer, das war billiger. Ich glaube, da hat sich das Rezept ein bisschen geändert. Ja, wir haben wahrscheinlich von Cracktech das. Oh, meine Frisur ist ja heute. Meine Frisur liegt richtig hier. Junge, Sturmfrisur. Also ich dachte, dass das etwas einfacher sein wird. Wir hätten uns die Rezepte voranschauen sollen.
Manngate. Was macht denn der da gerade? Ah, Diamantgate. Manchmal ein paar Circuits, weil wir brauchen ja Maschinenparts ohne Ende. Diamant. Oh, Gate. Brauchen wir noch für die Maschinenparts? Refined Iron. Oder Aluminium. Oder irgendwo Aluminium. Ich habe noch 8 Stück und den bloßen Kompressor. 27, warte, die bringt auch auf. Muss man die im Implosion Kompressor machen? Ja, warte, da krieg ich gleich. Ach, komm raus. Ja, nee, warte, dann nehme ich Refined Iron einfach. Ja, haben wir ja. Kann ja nebenbei laufen. Strom kostet nix. Strom kommt von Himmel, kostet nix. Mein eines Auge zuckt irgendwie die ganze Zeit. Tatsächlich so. Dachschaden, oder? Ja. Okay, ich schmeiß das Weckerstatter da rein. So. Ein paar Laser hätten es, wäre noch gut, hey, damit hier was weitergeht. Das wird heute in der Folge nichts mehr. Ich dachte, ich habe auch irgendwie nicht damit gerechnet, dass das so teuer ist. Ey. Ja, ich will auch nicht. Man, wie gesagt, den Singleblaze ist mit billiger vorgekommen. Ich weiß aber nicht mehr, den habe ich schon so lange. Dann gucken wir einfach mal nach Laser. Was fehlt dem guten Herr denn? Oh, Rubber und Copper-Kabel. Diamanten und Redstone. Rubber. Ich baue einfach ein paar Laser, dann passt das wieder zusammen. So, irgendwie war das, glaube ich. Und so. Habe ich 36 Maschinenparts. Ja, passt eh. Ich habe noch 8 Einstecken. Und Autarctic Gate, Autarctic Diamond. An Autarctic Diamond Gate brauchen wir dafür. Ja, da bin ich gerade dabei, das zu produzieren. Ja. Flammen jetzt Laser, 6 Stück. Wir brauchen dann hier oben noch Saft. Wie viele Laser hast du jetzt gemacht? 6 Stück. Hast du jetzt noch zusätzlich gemacht? Der Junge will's wissen. Achso. Was? Wo kriegen die denn Saft? Ach, da hast du die auch dabei. Ja klar. Du musst aber doch nicht hier an der Seite runter. Nee, der war falsch. Ich würde den an der Seite dran pappen. So. Und hier nochmal. So. Jetzt schaut das schon ein bisschen besser aus. Ja, 49 Megajoule. Gott. Ja, und hier können wir noch 2, 4, 5, 6, 7, 8 Stück können hier noch rein. Hier geht's aber auch ganz schön schnell leer. Ja, genau, schalt die anderen Bioenergie ja noch an. Ja. So. Warum schalten die sich nicht an? Ah, das dauert. Die müssen erstmal warm werden. Ja, wenn du reinschaust, die auf der linken Seite haben sie den Tank, wo Biomasse drin ist, und auf der rechten Seite einen roten Strich. Aha. Schon auf der linken Seite, und wenn der Strich voll ist erst, dann starten sie. Das ist so die Vorwärmzeit oder sowas. Ja, wie bei so einem alten Diesel, da musst du erstmal eine Viertelstunde den Schlüssel umdrehen. Ey, was? Schön gewartet, ach, und hast du was gegen mein Auto? Nickerchen gemacht, ey. Hast du was gegen mein Auto, ja? Nein, niemals. So, gleich ist das Dings fertig, dann macht er die fertig. Und dann ist da noch das Diamant Orgate rein. Wir dachten eigentlich, dass wir die Sachen in dieser Folge fertig kriegen. Eigentlich, ja. Iron Chipsets haben wir auch da. Aber irgendwie, das ist alles sehr, sehr teuer. Oh, da Diamant geht so. Wir brauchen insgesamt 1, 2. Ja, pro Dings 1, also 2 pro 4, Gerät. 6, 8, 10. 10 Autarctic Diamond Gate. Ach du Kacke, weißt du, wie lange wir da brauchen? Ja, können wir so offline laufen lassen, die Dinger. Ja. Soll ich schon mal das Chargepad machen? Genau, dann werde ich mich hier noch ein bisschen drum kümmern, da ist noch ein bisschen die Sachen. Wir wollen nämlich mal hier, dass das ein bisschen schneller lädt hier unsere Maschine.
Haben wir das schon mal vorbereitet hier? MFE und hier die MFSU. Okay, und hier bitte. Gibt's die MFSU. Und hier ist dieser coole Table. Oh mein Gott, ein Block und trotzdem so viel Ecken, Kanten und was auch immer. Laprotronic Charge Pad. No Modular Power. Was war das jetzt? Wo habe ich jetzt den Schaden herbekommen? Ja, ich habe ihn auch bekommen. Ich glaube, dieses Charge Pad ist in die Luft geflogen, weil ich habe es nicht im Inventar. Ja, wenn du es abbaust, ja. Hast mit der Range abgebaut? Nee. Nö. Du Vollpfost. Das muss man mit der Range abbauen. Deswegen. So, und hier können wir nämlich jetzt noch ein paar Overclocker reinhauen, glaube ich, oder? Ein paar Overclockies reinhauen. Bis zu 12 Stück und da geht's richtig Rambazamba. Richtig Rambazamba. Haben wir eh so viele Overclocker. Dann packen wir da mal 8 Stück rein und lassen das Ding einfach mal voll laden. Oh, unser erstes Autarik Diamant Ohrgate ist fertig. Oh, das hat natürlich gar nicht lang gedauert. Nö, überhaupt nicht. Halbe Folge oder dreiviertel der Folge. Der Strom, wie sieht's denn aus mit Schlafen? Einige Leute, 2, 4, 6, ja, geht. Ich kann nicht schreiben, schlafen. Egal, jetzt. Kannst du schreiben im Chat, oder? Nö, ich hab's jetzt mal geschrieben, ob's ankommt. Keine Ahnung. Ich krieg von den vielen Reden immer so einen trockenen Hals, ey. Ja, ich immer so trockene Lippen, aber immer der Zunge so. Ja, es scheint irgendwie keinen zu interessieren hier. Die wollen alle nicht Haier machen. Haier machen. Alle mal schlafen gehen. Hallelu. Glaube, das wird nix. Nein, nicht wirklich. Naja, bleiben wir aus dem Bett draußen. Geil. Okay, dann halt nicht. Schalten mal den Chat an, schauen wir mal, was die da so schreiben. So, schreiben wir mal den Chat an. Schauen. Back. Ach, Back jetzt geht der große Joe ins Bett. Jetzt geht's, ja. Jetzt gehen sie alle ins Bett. Papa, brei mit dir. Ey, dadurch, dass er so blöd unter der Stiege steht hier. So, jetzt müssten alle schlafen. Oh, okay. Jetzt müsste es hier nämlich wieder losgehen. Oh, so. Der kommt überhaupt nicht hinterher, ey. Ja, AKW. Hopp, hopp. Zellen holen. Ja, ich hol schon Zellen. Dual oder was wir haben. Uran, ich hab Quad. Die Textur noch immer nicht angepasst, ja. Am Quad. Ja, hau 2 Quad und 2 normale rein, das reicht schon. Für was haben wir das AKW hier? Na komm. Wo bist du? Alter, diese blöden... Notstromversorgung durch Atomkraft. Ja, Notstrom halt, ne? Hier müssen wir auch mal weitermachen, unbedingt, ey. Ja, dass das alles irgendwie automatisch läuft, ne? Jetzt so eine Fliege vor meinem... Dann haben wir hier noch Geothermalgeneratoren, die wir anstarten können noch. So. So, jetzt geht's hier vorher. So. So. Ja, und schon füllt sich die MFSU wieder. So wollen wir ja, das haben. Unten, hier unten geht es los. Das gute alte AKW. Oh, was? So, was haben wir da jetzt? Dann Aaron-Chips, jetzt Diamant-Dings haben wir eh schon da. Ah, jetzt geht's mal wieder aufwärts. Ah, wahrscheinlich auch, weil wir ja oben das Charge-Pad auch noch laden, gell? Ja klar, das braucht ja auch noch 1 Million oder wie viel das hat. 10 Millionen. Aber weißt du eigentlich, wenn wir jetzt die Bauer-Suit-Dingsbums machen, dann bringt uns das gar nichts mehr, ist dir bewusst, ne? Boah, das bringt uns was, das lädt das auf. Die Megatool. Ah ja, genau, ja, passt schon, das geht ja. Kann man mit die EU laden. Ja, deswegen habe ich ja extra das Große vorgeschlagen. Ja, aber wie gesagt, also ich habe Singleplayer noch nie behandeln müssen. Okay, am Anfang glaube ich ein paar Mal, aber... Nee, ich sag ja, hier draufgestellt und fertig ist so lang. Ich meine nur, also ich habe das eigentlich nie laden müssen. Das
Das hat sie immer selbst geladen. Jetzt wird auch unsere Hose mitgeladen, wobei ist jetzt eh egal, gell? Ja. Egal, wer hat, der hat, ne? Sagt man so. Was macht der Klobabi denn mal? Der Klobi. Was macht der Klobi denn jetzt mal? Ja, du kannst da schon das erste, auch da geht ja schon fertig, dann kannst du schon das erste machen. Ah, okay, dann, ja, okay. Das zweite ist auch gleich. Hier unten in der Kiste, warte, das zweite ist gleich. Das gleich. So, komm schon, Baby. Schon, Baby. Das ist spiegelverkehrt, ich sehe nicht. So. Das kann ich nicht lesen. Was kannst du nicht lesen? Ja, es ist logisch, du musst spiegelverkehrt schreiben. Ach, der Möd zeigt den Hintergrund irgendwas. Aber das ist spiegelverkehrt. Sie müsste ja spiegelverkehrt schreiben. Creeper. Das kann sie nicht. Wo ist denn da jetzt hin? Halt jetzt erstmal die Hand. Hinweis, Aluminium. Wo ist der Creeper? Sie hat einfach gesagt, Daumen hoch. Ein Abo muss sein. Das hat sie geschrieben. Würde uns natürlich freuen wir uns über ein Abo. Oder? Klar. Ja. Wir würden ja lügen, wenn nicht. So, jetzt haben wir hier die lustige Hand. Ah. Hat die schon zweimal gemacht, oder? Ja. Einmal für dir und einmal für mir. Einmal für dir und einmal für mir. Ah, meine Hand. Yeah. Am Anfang können wir noch nichts. Aber wir können mal raufgehen. In diesen Table, wenn du es jetzt in deinem Inventar hast, zeigt dein Table jetzt die Hand auch an. Genau, weil eben stand da ja, dass wir keine Items haben. Jetzt zeigt es die Hand. So, da hast jetzt einige Sachen drin. Multimeter. Genau, du musst, wenn du da draufklickst, zum Beispiel auf diesen Melee Assist, siehst du unten, was du brauchst. Du brauchst einen Servomotor, 2x11V Die zwei muss man in sein Inventar haben und dann auf Install klicken. Und schon ist genau. Aber irgendwie, ich bin der Meinung, da gibt es noch eine Erweiterung, weil da gibt es noch andere Waffen für. Da gibt es so ein Bolzenschussgerät und so ein Ding, was Energie, so einen Energieball wegschießt. Ja. Das kommt immer, du musst. Erst wenn die ganze Rüstung komplett ist, zeigt er dir auch alles an. Ja, aber für die Hand gab's von Anfang an schon noch zwei Waffen dazu. Ja, das kriegst du aber erst, glaube ich, wenn du den Brustpanzer hast und den Kopf. Dann kommt das erst dazu. Ah, okay. Du brauchst immer zuerst andere Sachen, damit eins voll ausgereift ist. Und also hier brauchen wir zum Beispiel so ein Automatic Crafting Table in der Hand. Genau, Diamond Will Upgrade. Ja, das brauchen wir eigentlich alles, was hier drin ist, oder? Elite-Batterie. Ja, alles ja, die Advanced-Batterie. Aqua Infinity, ja. Ja gut, Aqua Infinity nicht unbedingt, aber Diamond Drill Upgrade, den Crafting Table, die Axt, die Pickaxe, Schaufel. Die Schaufel, Ultimeter, finde ich auch cool. Der Melee-Assistent haben wir zum Make Your Power Tool. Ja, dann kannst du hier so ein dann haust du her dazu. Können wir ja mal testen. Ja gut, wir müssen hier erstmal die ganzen Teile bekommen. Ich sag mal, dieses Umbauen ist hier wieder nicht so teuer, weil da kostet hier dieses Solenoid, das wenn wir uns das mal angucken im Crafting Table. Was meinst du? Sole, die ID 25031.1. Ja. Solenoid. Ja, das ist nicht teuer. Stil und dieses Stil Wiring. Und Wiring. Das ist jetzt nicht so der Burner. Silber und Kupfer, ja. Finde ich das jetzt schlimmer? Ja, das ist auf alle Fälle. Die Upgrades sind nicht teuer. Was brauchen wir denn hier für eine Pickaxe? Auch dieses Solenoid. Hier auch? Hier auch? Ja, du brauchst überall fast das gleiche. Aber du schaust so richtig aus wie ein Affe, wenn du die in der Hand hast. Ja, das ist der eine Arm so lang bis auf dem Boden. Ja, wenn du zwei hättest, wärst du einfach so ein richtiger Affe. Ja, könntest dich am Arsch kratzen, so. Laufen würdest du dich automatisch. Du kannst ja so auch im Arsch kratzen, aber. Oh, schon warten. Ah, geht. Ich glaube ihn mal wieder. Ja, aber ich mal. Vielleicht geht das besser. Ich kratze mal im Arsch, komm. Oh, und Max ist schon. Warte mal, ich muss mal hier. Oh ne, das sah gerade. Perspektive ein bisschen komisch aus.
Aber ich sehe die gar nicht in meiner Hand. Was? Ich sehe die nicht in meiner Hand. Ja, wenn du F5 drückst, F. siehst du es nicht, ne. Das ist ja der Bug. Komisch. Ja, aber ich würde sagen, wir machen das Offline alles fertig, die ganzen Sachen mal fertig. Genau. Bauen mal ein paar von hier diesen Solenoid-Dingern. Und dann installieren wir das im nächsten Part einfach zusammen. Genau. Genau. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Anziehen. Nicht vergessen, Daumen hoch. Lasst ein Abo da, wenn euch langweilig ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Kann man nichts machen. Daumen hoch. Und bye bye. Ciao. Macht's gut, Leute. Bis dann.